meine Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem neuen Video. Dem Großen hier, dem geht zurzeit eigentlich ganz gut. Er ist relativ wach drauf. Momentan hat er trotzdem so ein bisschen Probleme mit dem Stoffwechsel. Das bleibt leider nicht aus. Es ist einfach diese Übergangszeit. Viele bei uns im Stall, die schwärmen immer davon, ihre Pferde verlieren schon so viel Haare und alles. Ruby leider nicht. Also er hält noch an seinem Haarkleid komplett fest. Und er ist auch gerade wieder so ein bisschen mäkelig mit dem Fressen. Also das ist so einfach immer das Zeichen bei ihm, dass er halt einfach mitten in einem Stoffwechselproblem steckt. Aber ich hoffe, das gibt sich bald wieder. Ja. Und ja, genau. Wir haben ja jetzt vor 3 Wochen fast die Eisen hinten unternehmen lassen. Und er lief Gott sei Dank nicht anders, also nicht fühlig oder so, sondern lief eigentlich ganz normal weiter. Sie brechen natürlich momentan leider so ein bisschen wieder aus, da wo die Nagellöcher waren oder so. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut im Griff und ich hoffe, dass wir das halt auch so beibehalten können, dass wir die Eisen runterlassen. Drückt uns da auf jeden Fall bitte die Daumen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist er eigentlich relativ fit. Also er ist sehr wach, gerade so was Longieren, Laufen lassen angeht, ist er immer sehr fleißig dabei. Beim Reiten, ja, ist er halt einfach eine faule Socke. Das war er halt schon immer und das ist er auch immer noch. Daran wird sich auch nichts mehr ändern. Ich habe euch ja gefragt auf Instagram, ob ihr möchtet, dass ich euch mal meine aktuellen Reiteindrücke auch kommentiere. Und dem komme ich natürlich super gerne nach und habe das einfach für euch mal gemacht und würde sagen, ich rede jetzt gar nicht weiter lange rum, wir starten einfach direkt damit. Ui, 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 ui. Was bitte? Ui, 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 ui. Mumi, lass dich doch nicht verarschen von mir. So, nach dem bisschen Spaß geht es jetzt auf jeden Fall gleich erstmal los. Ich habe euch bewusst von Anfang hier diese Schrittszene eingeblendet, weil wir da wieder sehr schön sehen können, dass Ruby da mit seinem Pass zu kämpfen hat. Ich bin da tatsächlich so auch ein bisschen auch über Tempo geritten. Das ist immer so ein bisschen schwierig, da das richtige Mittelmaß zu finden. In dem Fall ist es mir nicht geglückt. Im Trab habe ich erstmal geschaut, dass ich schön vorwärts reite und ihn schön vorwärts schicke, damit er halt erstmal wach wird und am Bein zieht. Das ist ja immer so sein Problem. Er ist ja super faul und reagiert ja nicht so gut am Bein. Und deshalb gucke ich immer, dass es im Trab immer erstmal ein bisschen flotter vorwärts geht, damit er einfach so ein bisschen in Gang kommt. Wir sind jetzt hier auch schon am Galopp, weil Trab haben wir leider tatsächlich am Anfang gar nicht so lang gefilmt. Aber ja, ich galoppiere trotzdem relativ schnell und zügig an, weil Ruby sich einfach im Galopp am besten löst. Auch hier gucke ich erstmal große gebogene Linien und schön vorwärts. Hier hänge ich wieder so ein bisschen an der linken Hand fest. Meine löse linke Hand, da habe ich ja schon öfters mal drüber berichtet. Das ist immer echt ein Problem von mir. Ja, er galoppiert jetzt eigentlich ganz schön. Er tritt schön unter, also er tritt auch so von seinem Verhältnis her schön unter dem Schwerpunkt. Wir sind ja noch in der Lösungsphase, da kann man noch nicht erwarten, dass das Pferd dann optimal so läuft, wie man es sich wünscht. Das erarbeiten wir uns ja eben genau in so einer Stunde. Rechtsrum ist es ein bisschen besser, auch mit der Hand. Rechts fällt es ihm halt ein bisschen leichter, wobei ja interessanterweise, was ihr jetzt seht, rechts nicht so deutlich mit dem Hinterbein, mit dem rechten Hinterbein unter den Schwerpunkt tritt. Da könnte er jetzt wirklich einfach noch ein bisschen mehr nach vorne galoppieren. Aber ihr seht halt auch hier, ich versuche ihn da wirklich so ein bisschen aufmerksam zu machen. Das ist einfach immer ein bisschen schwer bei ihm. Gerade so jetzt aktuell auch in der Zeit, da hat im Moment wieder viel Probleme mit dem Stoffwechsel und ja, da ist er nicht immer ganz so fit. Ihr seht jetzt Schlangenlinien entlang der Mittellinie mit Übergang zum Schritt. Das reite ich immer sehr gerne, um einfach die diagonalen Hilfen ein bisschen besser zu schulen und das Pferd an die diagonalen Hilfen zu stellen. Außerdem sind immer Galopp-Schrittübergänge ganz gut, um einfach so ein bisschen die Hinterhand zu aktivieren. Bei der ersten Linie, das war jetzt nicht ganz optimal, da war einfach der Schritt teilweise auch zu zackelig. Also es ist halt einfach sein Problemart. Hier habt ihr jetzt gerade gesehen, dass er so einmal an der Hand auch hängen geblieben, weil dann nörlt er dann halt immer sehr gerne schnell rum. Ist ja klar, ist ja auch anstrengend. Da kommt meine böse linke Hand gerade wieder so ein bisschen, die könnte da wieder ein bisschen elastischer sein. Ich habe jetzt auch bewusst die Bögen etwas größer gewählt, damit ich einfach mehr Strecke habe, wirklich zum Galoppieren, damit ich nicht zu schnell durchparieren muss. Ja, zwischendrin mal so ein paar Wechsel muss auch noch sein. Das ist halt einfach, da wird er sehr schön locker von auch. Und der Professor hat da auch eigentlich immer ganz viel Spaß dran, das mal wieder zu zeigen. Wie ihr jetzt auch seht, gleich
Die Einerwechsel funktionieren auch noch wunderbar. Er springt natürlich auch gerade wieder mit dem rechten Hinterbein nicht mehr so elastisch nach vorne wie früher. Aber mein Gott, das muss er auch nicht mehr. Also er ist auch hinten rechts, glaube ich, so ein bisschen, schätze ich, dass sich momentan so ein bisschen Arthrose auch da anzeigt. Also er knackt da auch sehr viel. Aber jetzt nichts, was schlimm ist, was der Tierarzt, wenn wir auch den Tierarzt drauf gucken lassen. Also alles altersbedingt. Bisschen Traversale reiten wir auch. Hier seht ihr, ich schiebe hier extrem die Vorhand nach vorne. Das ist auch bewusst. Ich hätte hier einfach viel mehr deutlicher durchreiten müssen und mehr Längsbiegungen nach rechts machen müssen. Er hat sich so ein bisschen verworfen im Genick. Hier nach links fehlt ein bisschen die Hinterhand. Das sind halt einfach gerade nach links immer unsere schwächere Seite gewesen. Dadurch, dass er halt rechts hohl ist, tut er sich da ein bisschen nach links noch schwieriger. Also schwerer, Entschuldigung. Genau, zwischendrin mal einmal zulegen. Das macht er eigentlich echt immer noch ganz fein. Also für seine Verhältnisse. Er war ja nie das Pferd, was großartig zugelegt hat. Kommt er hier auch schön zurück. Genau, jetzt machen wir nochmal im Galopp. Nochmal sind wir bei den Schlangenlinien. Diesmal aber mit fliegenden Wechseln. Nicht ganz am Punkt, wie es sein soll beim Überreiten der Mittellinie. Aber das ist auch immer so ein bisschen schwer. Das war jetzt besser, da immer das genaue, den genauen Punkt zu treffen, dass man genau in dem Moment auch in der Galoppphase darüber ist. Aber ihr habt auch hier gesehen, hier hänge ich wieder so ein bisschen mit meiner linken Hand fest. Ganz furchtbar, ich kriege das echt nicht in den Griff. Ich kann es euch nicht sagen. Also, ja, Galopp. Immer noch Galopp, genau richtig. Jetzt lasse ich ihn einfach, wir sind jetzt fast schon am Ende der Stunde angekommen, wieder ein bisschen mehr die Zügel länger, ein bisschen rauskauen lassen, dass er sich einfach wieder so ein bisschen ans Gebiss herandehnt, weil er stellt sich ja super schön hin, aber ihm fällt das so ein bisschen immer schwer, sich wirklich so nach unten ans Gebiss heranzudehnen. Deshalb habe ich jetzt so nach der getanen Arbeit, lasse ich dann einfach die Zügel ein bisschen lockerer, wie ihr seht. Und dann zieht er auch wirklich so, also er kommt ans Gebiss, so gut wie es halt geht. Ne? Jetzt galoppiert er auch schön mit dem Hinterbein wieder unter, also zum Ende hin war das wirklich besser. Ihr seht, ich meine, das ist natürlich jetzt sehr komprimiert alles, aber ich reite tatsächlich auch nicht mehr so lang, wenn ich alleine bin, weil es für ihn einfach sehr anstrengend ist. Links hier ganz toll gerade gesehen, wie er mir schön über die äußere Schulter ausgebrochen ist. Das ist halt immer dieses Problem. Meine Züge sind eigentlich zu locker. Ich habe nicht genug Verbindung. Deshalb wollte er da gerade auch einmal durchparieren. Immer dieser Trugschluss, ne, beim Zügel aus der Hand kauen lassen. Man muss halt eben die Verbindung halten, damit man eben außen begrenzen kann. Das habe ich in dem Moment einfach nicht gemacht. Wird jetzt wahrscheinlich gleich nochmal passieren. Hier sieht man das, ne, dass er nicht abbiegen will. Und da hätte ich jetzt einfach mehr außen begrenzen müssen. Also hätte ich die Zügel einfach ein bisschen mehr auf Spannung haben müssen. Rechts ist das einfacher für ihn, weil wie gesagt, er rechts hohl ist. Das heißt, er ist rechts nach rechts eh gebogen. Deshalb fällt ihm das rechts deutlich einfacher, auch mit einer lockeren Zügelverbindung abzubiegen. Sieht man jetzt ganz gut. Genau. Ja. Und zum Ende hat er sich ja wirklich auch jetzt schön da gedehnt nochmal. Wie gesagt, ich arbeite ihn halt teilweise so alleine am Stück nicht so viel, weil es einfach sehr anstrengend ist für ihn im Moment. Das sieht man gleich auch nochmal. Ich meine, ich glaube, ich habe 20 Minuten wirklich gearbeitet. Also ich habe 20 Minuten Schritt geritten und dann halt wirklich 20 Minuten gearbeitet. Und obwohl er halt auch geschoren ist, er hat so Plüschfell wieder bekommen. Hier sieht man das ganz gut. Er schwitzt halt echt ormas. Ich meine, er ist 22 und er muss einfach nicht mehr wie das elastischste Sportpferd durch die Halle gleiten. Nun habt ihr also einfach mal wieder ein paar aktuelle Eindrücke von uns, wie es derzeit bei uns aussieht. Wie ich ja bereits gerade auch schon gesagt habe, er ist nun mal müde. Kein klassisches Sportpferd mehr, der einfach, was ich, viermal die Woche wirklich arbeiten muss. Wir gymnastizieren einfach viel und gucken, dass wir ihn fit halten. Wir schauen, dass die Muskulatur sich weiter ausbaut, beziehungsweise dass erhalten bleibt. Die Winterphase ist für uns halt einfach immer ein bisschen schwieriger, aber im Moment macht er wirklich toll mit und er macht ganz, ganz viel Spaß, wie immer eigentlich. Und ich hoffe, euch hat die Variante gefallen, dass ich euch einfach mal so ein bisschen, ja, du armes Pferd, mein Reiten kommentiert habe. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.